Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Ja, dieses Mal spiele ich Klonoa Empire of Dreams. Ja, das Spiel habe ich. Ja, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Demo von dem Spiel an. Hui! Ja, also das Spiel habe ich empfohlen bekommen. Sage ich jetzt mal, also das ist als Tipp bekommen von dem lieben Nagi, weil ich so dachte, also da ist momentan mit meinen anderen Projekten nicht so ganz, ja, es geht momentan leider nicht so richtig voran, aber ich versuche natürlich mein Bestes, um auch in diesen Projekten weiterzukommen. Aber ich dachte mir so, dass ich noch mit als Nebenprojekt dieses Spiel spielen werde, damit es auf meinem Kanal auch noch mal ein bisschen aktiver zugeht, sage ich jetzt mal. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei diesem Projekt zuschauen würdet. Und das heißt jetzt nicht, dass nur weil ich jetzt dieses neue Projekt angefangen habe, dass ich dann die anderen Projekte jetzt vernachlässige. Es ist halt einfach momentan nur ein bisschen schwierig. Also ich werde mich da auf jeden Fall weiter noch dranhängen an die anderen Projekte. Okay, das ist klar. Also es wird nichts abgebrochen. Also das Einzige, was jetzt wirklich, die Demo geht immer wieder an hier. Ich glaube, ich drücke jetzt erstmal Start. Neues Spiel. Also ich habe das Spiel, also ich habe jetzt schon mal einen Speicherstand, erstellt, um das Spiel schon mal anzuspielen. Hab mir vorher noch ein Video dazu angeguckt, weil ich erstmal gucken wollte, wie das so ist. Und ja, wir machen natürlich, einen neuen Speicherpunkt, Speicherstand, wie auch immer. Ja, also das einzige Projekt, wo ich jetzt wirklich sagen würde, das zähle ich jetzt mal als abgebrochen, weil da habe ich wirklich überhaupt gar keinen Nerv mehr drauf. Das ist Super Mario, wie es jetzt auch immer weiter heißt, irgendwas mit Six Golden Coins oder so. Oh Gott, ich habe dieses Spiel schon ewig nicht mehr weitergespielt und wie gesagt, also, ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand von euch einen weiteren Part davon erhofft. Also ich kann nur an meiner Stelle sagen, dass ich dieses LP wohl abbrechen werde, weil so ewig lang nichts mehr mit beschäftigt habe. Und ich habe auch einfach gar keine Lust mehr wirklich auf dieses Spiel. Und naja, darum geht es jetzt gar nicht. Wir spielen jetzt Klonoa, vielleicht kennt das Spiel ja oder auch die Reihe irgendwie ja jemand von euch. Ich werde mich damit auf jeden Fall mal auseinandersetzen und guck mal, wie ich mich da so anstelle. Ja, bitte, eine neue Datei. So.
So. Ja, das war jetzt so gesehen der Story-Modus, würde ich sagen. Ich habe gedacht, ich lese das jetzt nicht extra vor, weil, ja, so dass ihr selber einen Eindruck habt, worum es geht. Ja, gut. Also das ist wohl die erste Welt. Fighting City, Gazaland. Excuse me, but... Hey, what? Was? That was bad for? Wofür war das? Was? Don't you whips know anything? We're in Gazaland, only strange is respected. Ouch! Das hat wehgetan. If you love fighting so much, why don't you fight the monster? Ja, das ist eine gute Frage. Au, warum verhaut die mich? Ich hab doch alles getan. Well, not even your town champion was a match for this bad beast. So, whoever defeats the monster becomes a new champion. Huh? But it's not that easy. And I might hurt, you know? Oh, jeez. So, where is this monster? It's on top of the mountain. An der Spitze des Berges, okay. Okay, let's check it out. Yo, let's go. Hey, wait. You don't stand a chance. Was? Du hast keine Chance. Ja, das finde ich ja mal wieder ganz toll, dass das Spiel auf Englisch ist, irgendwie. Hust. Ich und mein Englisch, ihr kennt das ja. Okay, let's begin. Collect all the... Ja, ich soll die Sterne sammeln. Heat Torvus to exit. Okay, den Ausgang, bla 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 bla. Also, wie ihr ja das schon kennt von mir, von meinem Englisch, ist es nicht besonders toll. Also, ich werde das wahrscheinlich... Es wird wahrscheinlich wieder so ein Englisch-Deutsch bei mir werden. Also, so... Mal so... bisschen übersetzen, sowas geht und dann einfach Englisch das einfach vorlesen. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Naja, gut, also dann bewegen wir uns jetzt mal durch das erste Level. Wir können Gegner einsammeln und die gegeneinander schleudern. Also wir können halt hier die Faust benutzen und wir können springen. Also das ist alles, was wir können irgendwie. Ah! Und wir dürfen die Gegner nicht berühren. Also wir können nicht wie in Super Mario einfach auf die drauf springen. Und soweit ich das herausgefunden habe, weil ich habe das schon mal, ich habe ja schon mal reingespielt, ist, dass wir irgendwie nur diese Viecher dazu benutzen können, um höher zu springen. Also so an sich funktioniert das nicht. Also wir können auch, wenn wir das, die Springtaste gedrückt halten, können wir noch fliegen, aber sonst... können wir halt diese grünen Dinger einsammeln. Ich glaube, das ist auch notwendig. Ich glaube, Voraussetzung ist auch wirklich halt, dass wir all diese Sterne einsammeln, weil sonst kommen wir ja nicht in das nächste Level. Es müsste aber auch möglich sein, die alle einzusammeln. So. Na, komm her. So, der erste Stern uns ist unsicher. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt, ob es auch notwendig ist, diese ganzen grünen Dinger einzusammeln. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Den zweiten Stern haben wir auch. Fehlt also noch einer. Also ich finde, es ist... Also ich finde, es ist ein nettes Spiel. Hat was. Ich meine, ich bin ja generell so ein Fan von Jump-and-Run-Spielen. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen... Also habe ich mir halt auch gedacht, so, ja, du probierst das Spiel jetzt mal aus. Ja, da komme ich jetzt natürlich mal wieder nicht rüber. Das war klar. Das heißt, dann müssen wir uns den hier wieder holen. Aufpassen, dass wir nicht in die Spitzen treten. Und den letzten Stern haben wir dann auch. Juhu!
So. Und damit der erste Level geschafft. Vision clear. Wuhu. So. Schauen wir mal. Zweiter Level. Also ich schätze jetzt einfach mal, die ersten Level, die werden wohl noch, oh. Okay. Ich schätze mal, die ersten Level, die werden noch relativ einfach sein. Aber ich denke mal, dass die mit der Zeit schwerer werden. Es wird wahrscheinlich bestimmt so Situationen geben, wo ich wieder so halb verzweifle. So. Du bist voll im Weg, weißt du das? Komm, nimm wir dich mal mit hier. Dass wir aber auch immer irgendwie unsere Gegner benutzen müssen, um zu springen irgendwie. Es ist... Komme ich darüber? Ja, funktioniert. Was habe ich da... Oh, habe ich ein Leben dazu gekriegt? Cool. So. Ah! Aua, das hat wehgetan. So. Wo ist denn der letzte Stern hier? Ich finde, das geht relativ schnell. Bin auch mal gespannt, wie viele Level das haben wird, das Spiel. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das vorher noch nie wirklich gespielt. Ich habe es auch, wie gesagt, nur mal kurz angespielt bis zum zweiten Level. Und gucken wir mal, was so draus wird. Also... Macht Spaß. Ich komme noch nicht hoch. Das ist ja mal wieder ganz toll. Ich das liebe, wenn ich da nicht... Ah, okay, da ist die Tür. Da kommen wir aber wahrscheinlich nicht so hoch. Juhu, wir haben alle Sterne eingesammelt. Ah! Aua! Mein Gott, diese Dinger tun ganz schön weh. Und der zweite Level ist auch geschafft. So, damit kommen wir jetzt zum dritten Level. Also noch gehen die Level, also... Schauen wir mal. Komm her. Was sind das hier für... Oh. Each door has a key with a matching trap. Okay. Okay, das heißt, ich muss wohl für die Tür einen Schlüssel einsammeln. Und da oben ist ein Schlüssel. Oh, aber ich brauche mal wieder einen Gegner, um da hochzukommen. Das war ja klar. Schlüssel. So schnell geht die Tür auf. Wenn auch mal im wirklichen Leben die Türen so schnell aufgehen würden. Habe ich den Schlüssel jetzt immer noch, weil der da unten jetzt eingeblendet ist? Nee. Ich brauche einen anderen Schlüssel. Aber ich muss erstmal hier wieder hochkommen. Komm her! Kann ich mir vorne sehen. So. Ja. Und du kannst fliegen. Ah, da ist der dreieckige Schlüssel, an dem wir wieder nicht rankommen. Oh, blöd. Wie? Ich komme da nicht rüber? Wie doof ist das denn? Hä? Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Komme ich da nicht?
Komme ich da nicht rüber? Anscheinend nicht. Also ich komme da auch nicht durch. Was ich jetzt gerade ziemlich doof finde. Hm. Naja, gut. Vielleicht muss ich auch einfach wieder zurückgehen. Komme ich jetzt auf der... Nein. Da ist schon die Tür. Okay. Ja. Ganz toll. Was soll ich denn das anstellen? Ja, super. Jetzt habe ich 2 Sterne und muss jetzt diesen anderen Stern auch noch einsammeln. Wie soll ich den denn bitte einsammeln? Jetzt muss ich wieder den ganzen... den ganzen Weg zurück, oder was? Hä? Wie blöd ist das denn? Jetzt muss ich wieder ganz zurücklaufen? Doof. Aber wie soll ich denn da drankommen? Na, irgendwie muss es ja funktionieren. Ich bin doch auch doof. Ich kann den doch einfach schmeißen. Geht doch. Warum nicht gleich so? Stimmt, ich habe ja ganz vergessen, dass ich den einfach weiterschmeißen kann. Da so durch. Ach, was soll's. Man muss sich erstmal hier irgendwie zurechtfinden in diesem Spiel. Geh weg von mir. So, jetzt haben wir den Level aber geschafft. Und ich glaube, ich bin noch kein einziges Mal gestorben, oder? Hä? Okay. Was ist das? Hä, da gehen gleich 2 Level auf? Take a break from the puzzles and go for a fun board ride. Keep an eye out of signs. Okay. Was geht jetzt? Ah! Hä? Okay. Okay. Ah, das scheint wohl so eine Art Bonus-Level zu sein, schätze ich mal. Wo ich mich jetzt aber nicht sonderlich gut bei angestellt habe, muss ich mal sagen. Hehehe. Super. Naja, vielleicht schaffe ich es ja ein anderes Mal, mehr Diamanten, was auch immer, einzusammeln. Gehen wir jetzt einfach zum 5. Level übrig. Ich bin auch schon ganz Banane hier. Ach, Leute. Was? Läuft der von alleine? Wirkt irgendwie so? Oh, ich kann mich daran festhalten. Das ist gut. Ah! Okay, da ist schon, das Ende. Die Tür. Aha. Voll blöd. Ich komme da mal wieder nicht rauf. Ach. Leute, was ist das hier wieder? Ich kann aber auch nicht. Pong. Habe ich erstmal auf meinem Kopf drauf? Oh, gut.
schwierig. Ist das schwierig? Hä? Ah. Ich komme noch nicht hoch. Kann ich den nicht da drauf tun? Anscheinend nicht. Das ist aber voll doof. Ich will den da drauf haben. Oh, jetzt passiert gar nichts mehr hier. Oh. Ah! Also ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Wie soll ich denn jetzt bitte da hochkommen? Ich meine, ich kann anscheinend... Oder warte mal. Das geht auch nicht. Ich will doch nur, dass du dieses Teil da hochschmeißt. Geht das nicht? Anscheinend nicht. Boah, dieses Spiel will mich trollen hier. Ach, ich gehe jetzt erstmal weiter. Oder auch nicht. Kann ich überhaupt weitergehen? Geht's denn hier überhaupt weiter, sag mal? Ja, toll. Es geht ja ausgerechnet da oben weiter, ne? Hier gibt es aber auch nichts. Es ist nicht wahr, Leute. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ernsthaft ein bisschen verwirrt. Oh nein! Oh, 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 oh! Ich glaube, ich hatte es schon. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Oh, Leute! Mensch! Oh nein! Ah. Es geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt komme ich nur nicht an dieses... Jetzt komme ich hier nicht vorbei, ne? Oh. Mann! Nicht aufregen, Sakko. Nicht aufregen. Ganz ruhig. Ist der genau auf meinen Kopf gesprungen, ey. Ah! Das ist ja ganz da hinten irgendwo gelandet. Oh, ich mache wieder einen Blödsinn hier, Leute. Das geht gar nicht. Ja, so geht's auch. Oh, super! Ich bin tot! Way! Wo bin ich jetzt? Ach, toll. Ja, gut. Jetzt
muss ich das nochmal von vorne machen hier. Warum springe ich, warum jumpe ich jetzt eigentlich darüber? Lass dich fallen. Jetzt nicht unbedingt in dem seine Richtung. Ey, dass er das irgendwie... Ja, man merkt, es wird schon etwas kniffliger. Oh, sag mal, wo wärst du denn ganz hin? Ja, ich schmeiß mir meine Teile jetzt hier erstmal sonst wohin. Ich meine, muss er die gleich sonst wohin schmeißen? Kann er sie eigentlich einfach absetzen? Ja, jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Ganz toll. Das ist doch wieder Blödsinn. Weil dann ist ja das Ding jetzt wieder... Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Ich habe es doch schon fast... Oh, ich habe es doch schon gehabt, ey. Leute. Oh nein. Geht doch. Oh nein! Oh. Ich schaff das heute noch. Das wird heute noch was. So, geht doch. Warum nicht gleich so? Oh, was ist das? Those red things are Gummis. Diese roten Dinger sind Gummis. Clonoa can grab hold them with a wind bullet. Was? Okay. Ah, okay. Und was kann ich jetzt damit machen? Ja, jetzt hänge ich an so einem Teil dran. Ach, durch die kann ich also auch irgendwie höher springen, anscheinend. Okay. Ist es weggefallen? Ah! Okay, gut. Also ich würde sagen, ich mache jetzt diesen Level hier noch... Ich würde sagen, ich mache diesen Level jetzt hier noch zu Ende. Und dann... Ja, mal gucken. Ah, okay. Die können einen sogar nach oben tragen.
zu wissen. Ja. Gut, ein Stern fehlt jetzt noch. Ah, das hat wehgetan. Wenn das so weitergeht, dann sterbe ich noch hier, ey. So. Den Schlüssel. Eine Leiter. Oh, da ist der letzte Stern. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da rankommen. Ah! Okay. Erstmal gucken. Ah! Also es ist gar nicht so einfach, also ich finde, es ist gar nicht so einfach, sich an diesem ich wollte doch nur diese blöden Dinger einsammeln. Oh, blöd! Ach, egal. So. Ich hab ihn. Cool. Ja, ich würde sagen. Ja. Gucken wir mal. Den haben wir jetzt auch. Den blauen Schlüssel. So. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ich schaff das jetzt hier. So. Ich muss zum Glück nicht die volle Anzahl von diesen Dingern einsammeln. Gut, also ich würde sagen, wir belassen das dann hierbei, bei dem ersten Part dieses Projektes. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut. Also mir hat jetzt der erste Part recht Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Part. Also Leute, bis zum nächsten Mal.